Nach dem Spiel Deutschland gegen Ukraine gibt es jetzt neue Diskussionen um Manuel Neuer und seine Rolle bei Euro 2024. Wer die letzten Spiele mit Manuel Neuer verfolgt hat, also gegen Real Madrid, Hoffenheim und Ukraine, also er hat sich eigentlich in jedem Spiel grobe Fehler und Passer geleistet. Und deswegen, ich denke mal, das ist klar, dass es Diskussionen geben wird jetzt vor der Euro, ob Manuel Neuer überhaupt in den Kader gehört. Ich denke mal, die Frage muss auch erlaubt sein. Und ja, und ob nicht doch der Stegen Nummer 1 im Tor sein sollte. Ja, weil der Stegen hat schon seit mehreren Jahren konstante Leistungen gebracht und hat auch natürlich auch Verletzungen, aber ist immer wieder zurückgekommen und hat auch immer auf hohem Niveau gespielt, auch diese Saison. Also ich denke schon, dass der Stegen seit längerem, schon seit einigen Jahren, verdient hätte, Nummer 1 zu sein. Was mich auch natürlich auch gewundert hat, dass nicht Leno und Trapp zum Kader gehören, weil sie eigentlich die letzten Jahre durchweg also zu diesem Kader gehört haben und war schon für mich etwas überraschend. Also was Manuel Neuer angeht, ja, also im Realspiel sehr grober Patzer, ja, also dann kommt Hoffenheim-Spiel, dann glaube ich drei hat er Fehler gemacht, die zu Toren geführt hatten auch. Und jetzt das Spiel gegen Ukraine, natürlich hat er gute Aktionen gehabt. Ja, ich meine, das ist auch eine Weltklasse-Torhüter, braucht man nicht zu diskutieren. Aber man hat auch Ter Stegen, ja, auf der Bank. Und man hat auch viele andere Torhüter, die es verdient hätten, im Kader zu stehen. Und was ja, in den letzten Minuten gegen Ukraine passiert ist, dieser grobe Patzer, also ja, im Vorfeld der Europameisterschaft, also sowas darf einfach nicht passieren beim 0:0. Ja, weil so ein Fehler kann zu einem Gegentor führen und zu einer Niederlage. Und wenn es in einem wichtigen Spiel das passieren wird, ist es schon sehr, sehr schwierig, dann glaube ich, den Fans zu erklären, warum man diese Wahl getroffen hat. Ja. Also ich würde auf jeden Fall für Ter Stegen plädieren, als Nummer 1. Und ja, also warum Leno und Trapp nicht im Kader stehen, ja, die Frage muss man sich auch, denke ich mal, gefallen lassen. Natürlich auch Hummels und Goretzka, da denke ich mal, hat sich der Bundestrainer Julian Nagelsmann viel zu leicht gemacht, dass er diese Spieler nicht eingeladen hat, weil er vielleicht ja, gewisse Reizpunkte im Team nicht haben wollte. Ja, vielleicht unzufriedene Spieler auf der Bank, aber von der Leistung her, also Hummels ja, hat in der Champions League überragend gespielt. Man hat auch jetzt im Finale gesehen, dass er in sehr guter Verfassung ist. Und er gehört auf jeden Fall zu den besten Innenverteidigern in Europa. Wenn er im Champions League-Finale spielt und konstante Leistungen im Champions League-Spielen gebracht hat auf höchstem Niveau. Also Goretzka hat auch natürlich in den letzten Jahren seine Leistungen gebracht, nicht immer konstant, aber der gehört für mich auch ja, zu den besten 20 Spielern in Deutschland. Ja, also deswegen würde für mich auch zu dem EM-Kader gehören. Manuel Neuer würde für mich nicht zum EM-Kader gehören, weil die Patzer im Spiel gegen Real Madrid und Hoffenheim zu schwer wiegen würden vor so einem Turnier wie Euro 2024. Natürlich hat er Erfahrung, natürlich gehört er zu den besten, weltbesten Torhütern der letzten 15, 20 Jahre, das ist klar, aber man muss auch sehen, es geht jetzt um die Tagesform auch, um die letzten wichtigen Spiele und die sprechen halt nicht für ihn.